Herzlich willkommen. Begrüße Sie alle herzlich zu unserem Kolloquium hier im Wintersemester 23/24 zum Thema Praxen und Praktiken des Erziehens. Und ich begrüße ganz herzlich Kerstin Rabenstein und Lars Wicke. Herzlich willkommen von der Universität Göttingen. Klasse. Und Sie werden uns heute, Sie sehen es dort, zum Thema Unterrichten als pädagogische Praxis etwas vortragen. Ich begrüße auch noch, natürlich noch ganz herzlich, Sie alle und unsere Gäste aus dem Ausland, aus Wien, aus Kopenhagen, aus Seoul, aus Thessaloniki. Herzlich willkommen. Meine Kollegin hier, Cornelie Dietrich auch. Herzlich willkommen. Klasse. Ja, ich stelle kurz unsere beiden Vortragenden vor. Kerstin Rabenstein ist Professorin am Arbeitsbereich Schulpädagogik, empirische Unterrichtsforschung und Schulentwicklung in Göttingen. Sie ist auch geschäftsführende Direktorin dort des Instituts für Erziehungswissenschaft. Ihre Arbeitsschwerpunkte, und das werden Sie gleich merken, ist Unterrichtsforschung, insbesondere praxistheoretische Unterrichtsforschung und Weiterentwicklung ihrer sozialtheoretischen Grundlegung, Transformation pädagogischer Ordnungen von Unterricht, Ethnographie, auch Emotionsforschung, Ethnographie von Emotionen und Affekten und Entwicklung und Forschung zu Lehrerinnenbildung. Sie hat sehr viel veröffentlicht, deswegen kann ich jetzt hier nur ein paar Sachen sagen, also völlig unvollständig. Jetzt gerade kürzlich rausgekommen, zusammen mit Matthias Proske, der Band Schule und Unterricht im digitalen Wandel, Ansätze und Erträge rekonstruktiver Forschung bei Klinkhardt im Open Access. Dann zusammen mit Anna Mollenhauer, rekonstruktive Forschung zum Wandel von Unterricht und Schule in einem Band, den sie auch mit Proske herausgegeben hat, den ich eben gerade genannt habe. Da geht es also um Schule und Unterricht im digitalen Wandel. Also Digitalität ist auch ein Thema. Sie hat einen Aufsatz verfasst im Handbuch der Forschung zu Schülerinnen und Schülern, und zwar zum Thema Schülerpraktiken. Ist auch interessant. Dann gab es jetzt in diesem Jahr in der Zeitschrift CISU ein Sonderband oder ein Themenheft zum Thema Fachunterricht und Subjektivierung. Da hat sie auch mit anderen Kolleginnen zusammengearbeitet. Und 2020 war sie noch Herausgeberin eines weiteren Bandes zum Thema Kasuistik, Lehrerinnenbildung und Inklusion, kasuistische Verfahren, also auch sehr interessant. Und hat wiederum mit Matthias Proske 2018 das Kompendium Qualitative Unterrichtsforschung herausgegeben. So, ich höre jetzt auf. Könnte noch viel mehr erzählen. Also herzlich willkommen, Kerstin. Freue mich sehr, dass du da bist. Und jetzt noch zu Lars Wicke. Lars Wicke ist in Göttingen eben an diesem Arbeitsbereich wissenschaftlicher Mitarbeiter, und seine Forschungsthemen sind Gegenstandstheorien, insbesondere sozialtheoretische Grundlagen der Erziehungswissenschaft und Emotionen und Affekte als Gegenstände empirischer und theoretischer Forschung, sowie qualitative Sozialforschung, insbesondere Praxeographie. Er arbeitet dort seit letztem Jahr und hatte davor als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Münster gearbeitet und dort auch seine Dissertation verfasst, Titel: Die Affekte der Erziehung, theoretische und empirische Studien zur Konstitution und Wahrnehmung des Pädagogischen. Und diese Dissertation wird demnächst im Rahmen unserer Reihe der phänomenologischen Erziehungswissenschaft veröffentlicht werden, wahrscheinlich aber erst im nächsten Jahr. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Bitte schön. Ja, ganz vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Die Einladung von dir, Malte, hat uns, also wenn ich für uns beide sprechen darf, sehr gefreut, weil es auch eine für uns sehr willkommene Gelegenheit war und ist, an bestimmten Fragen von Unterricht, Erziehung und Praxistheorie gemeinsam zu denken, für Lars Wickel und mich.
Und in dem Sinne sozusagen fußt auch jetzt das, was wir heute vortragen, auf eben gemeinsamen Überlegungen. Und wir hoffen, dass es ein produktiver Beitrag für euren Band auch sein wird. Wenn man nach Unterricht und Erziehen sozusagen fragt oder über Unterricht und Erziehen spricht, im Kontext der allgemeinen Erziehungswissenschaft, wo wir heute auch institutionell uns sozusagen örtlich befinden, dann ist schnell sozusagen Herr Bahrs Begriff des erziehenden Unterrichts einem im Kopf. Anders als Herr Bahr gehen aber wir nicht von der Moralbildung als Ziel von der Erziehung im Unterricht aus. Vielmehr, und das ist jetzt unsere These, eine mehrteilige These, gehen wir davon aus, dass Unterricht zunächst als eine spezifische soziale Ordnung in Praktiken, im Vollzug immer wieder hergestellt wird und dass dieser Praxis eine gewisse Normativität inhärent ist. Und dass sozusagen sie auch beobachtet werden kann, die Praxis als sozusagen ein Konglomerat aus unterschiedlichen Erziehungspraktiken. Die damit hier zugrunde gelegte praxistheoretische Bestimmung von Unterricht als pädagogische Ordnung wurde so etwa vor 10, 15 Jahren in der Erziehungswissenschaft und der Schulforschung fruchtbar gemacht. Aber in diesen Ansätzen, auf die wir nachher auch nochmal quasi in der kritischen Relektüre zu sprechen kommen werden, wurde eigentlich kaum die Frage nach Erziehung gestellt. Und es wurde auch sozusagen mit einer starken Grenzziehung von im Unterricht und außerhalb von Unterricht, entlang sozusagen eigentlich der Grenzziehung der Praxis von in Unterrichtsstunden und außerhalb von Unterrichtsstunden sozusagen gearbeitet und geforscht. Und somit sich nur für das, was in Unterrichtsstunden sich ereignete, sozusagen sich interessiert. Ich gehöre zu diesen Menschen, die dort mitgearbeitet haben und insofern ist auch eine Relektüre unserer Arbeiten es sein wird. Wir zielen demgegenüber mit einer Differenzierung von Erziehungsvollzügen im Unterricht auf eine Weiterentwicklung dieser praxistheoretischen Perspektive auf Unterricht und Erziehen und wollen damit auch die Frage nach dem Allgemeinen der Erziehung aufgreifen. Was wir in der nächsten halben Stunde versuchen werden, deutlich zu machen, ist sozusagen eine doppelte Relation von Erziehen und Unterrichten zu entfalten. Und zwar doppelt im Sinne einer von Praktiken auf einem Kontinuum zwischen zwei Polen. Also Erziehungspraktiken, die sozusagen auf einem Kontinuum zwischen zwei Polen sozusagen vielleicht anzusiedeln wäre. Auf der einen Seite, dem einen Pol, interessieren wir uns so für das konkret beobachtbare Ineinandergreifen von Vermittlungs- und Aneignungspraktiken in Bezug auf einen Unterrichtsgegenstand. Das wäre vielleicht so das Erste, an das man sozusagen denken würde. Auf der anderen Seite, dem anderen Polen, gehen wir aber auch davon aus, und das ist sozusagen in gewisser Weise unsere Ergänzung, dass sich die erzieherische Dimension des Unterrichts nicht bloß auf jenen konkreten, sichtbaren Vollzug von Vermittlungs- und Aneignungspraktiken beschränkt. Das heißt im Detail, für unser Verständnis eines konkret beobachteten Erziehungsvollzugs im Sinne des ersten Pols schließen wir zunächst an eine praxistheoretische Interpretation von Pranges operativen Pädagogik an. Wir stellen also hier sozusagen erstmal die pädagogische Differenz von Zeigen und Lernen zentral und auch damit sozusagen die praxistheoretische Reformulierung dieser Differenz als sozusagen ein konstitutives Moment für pädagogische Praktiken. Und perspektivieren damit sozusagen zunächst eben quasi Erziehen auch als ein auf ein Vermittlungsgeschehen, ein Aneignungs- und Vermittlungsgeschehen perspektiviertes Geschehen. Damit handeln wir uns aber auch ein, eben eine Engführung, dass sozusagen ein dyadisches Verhältnis von Erziehenden und Zöglinginnen hiermit im Fokus steht und somit das Erkenntnisinteresse auch stark begrenzt wird, wenn man insgesamt an die Frage nach Unterricht denkt und es so stark sozusagen auf ein dyadisches Verhältnis von Erziehenden und Zuerziehenden sozusagen fokussiert. Darüber hinausgehend erweitern wir deswegen in Bezug auf den zweiten Pol unseren Blick, der sich für das Wie der Erziehung und damit für weitere Praktiken in der erzieherischen Dimension sozusagen interessiert. So wollen wir sozusagen auch darauf hinweisen oder es mit einbeziehen, dass Erziehungspraktiken sich auch als welche mitläufigen, beiläufigen,
immer mit dabei seienden minutiösen Praktiken beobachten lassen, die wiederum mit dazu beitragen, dass überhaupt Unterricht möglich wird. Und dass wir dieses aber sozusagen auch als ein Vermittlungs- und Aneignungsgeschehen begreifen, praxistheoretisch. Also es wird auch immer in beiläufig mitlaufenden Erziehungspraktiken mitgelernt, wie Unterricht möglich ist, der zugleich damit möglich gemacht wird. Diese beiläufigen und implizit bleibenden Vermittlungs- und Aneignungsakte erlauben allererst das gemeinsame Ausrichten auf einen konkreten Gegenstand. Und wir meinen so ein Stück weit, würde ich sagen, dass sozusagen praxistheoretisch eben auch das, diese mitlaufenden Erziehungspraktiken sozusagen als Vollzug von Erziehung sozusagen mit beobachtbar gemacht werden kann. Praktiken des Erziehens sind insofern im Unterricht nicht nur auf einen Gegenstand gerichtet, sondern immer der sie selbst ermöglichenden sozialen Ordnung enthalten. Dieser Zusammenhang ist unserer Ansicht nach im gegenwärtigen Diskurs zu pädagogischen Praktiken von Unterricht und Schule sozusagen noch wenig berücksichtigt. Kommen wir nun zu unserer Gliederung des Vortrags. Im ersten Schritt werde ich jetzt sozusagen im Anschluss an das Gesagte, das praxistheoretische Verständnis, dem wir folgen, etwas weiter noch differenzieren. Im zweiten Schritt wird dann Lars Wicke übernehmen und beispielhaft an einem Auszug aus einem Protokoll teilnehmender Beobachtung einer ethnografischen Forschung auf unterschiedliche Praktiken des Erziehens sozusagen hinweisen und auf ihr Ineinandergreifen. Und im dritten Schritt werden wir versuchen, dann diesen Ertrag zu einer der vorgeführten Interpretation des Protokolls zu resümieren in Bezug auf Praktiken des Erziehens und die schon von mir sozusagen angedeutete Unterscheidung als ein Kontinuum zwischen zwei Polen sozusagen hier nochmal ins Spiel bringen. Wir schließen mit einem kurzen Resümee zu der Frage nach dem Allgemeinen der Erziehung im Prozessieren von Unterricht. Wir greifen also hier kurz auf sozusagen den praxistheoretischen Vorschlag aus dem damals von Sabine Reh insbesondere geleiteten Projekt zur Lernkulturentwicklung an Ganztagsschulen, an dem ich auch mit beteiligt war, und dem dort gemachten Versuch, sozusagen den operativen Begriff von einem auf Lernen bezogenen Zeigen nach Prange sozusagen fruchtbar zu machen für eine praxistheoretische Lernkulturforschung, wie wir es damals formuliert haben. Wir wollen aber eben auch auf die Engführung, wie schon angedeutet, hinweisen, die mit diesem Vorschlag mit sozusagen einhergeht. In der Bearbeitung dieser Lernkulturforschung fällt eben auf die Engführung, dass es sehr stark auf ein bestimmtes Geschehen im Unterricht fokussiert ist. Und wir wollen stattdessen eben auch sozusagen auf diese beiläufigen Praktiken mit hinweisen. Und wir rekurrieren dafür sozusagen auf ein bestimmtes Verständnis der Normativität von Praktiken im Anschluss eigentlich an eine Aufarbeitung von Susan Wagenknecht, einer Sozialsoziologin, sozusagen im Anschluss an ein bestimmtes Regelverständnis von Wittgenstein. Dazu kommen wir später nochmal mehr. Verbunden mit dem Anspruch, Unterricht gegenstandsadäquat zu erforschen, haben wir damals in dem Zusammenhang mit Sabine Reh sozusagen einen Ansatz entwickelt, der davon ausgeht, dass sich das pädagogische Zitat erst im spezifischen methodologischen Blick, der die Praxis als Ordnungsbildung beobachtbar macht, sozusagen konstituiert. Es war eben im Anschluss an Pranges Begriff des Zeigens, damit einhergehend sozusagen, dass ein Verständnis der pädagogischen Differenz als Bindeglied zwischen Zeigen und Lernen bzw. Erziehen und Lernen in den Mittelpunkt gestellt wurde. Durch den Bezug auf das Zeigen, also das bei von Prange sogenannte pädagogische Praktiken als Zeigepraktiken, als ein auf Lernen bezogenes Zeigen sozusagen zu bestimmen, sollte ermöglicht werden, sozusagen überhaupt in dem praxistheoretisch-ethnografischen Zugang auf sozusagen Beobachtungen in der Ganztagsschule schon zu bestimmen, was wir denn sozusagen als das Pädagogische erforschen könnten. Also es war sozusagen so ein Stück weit, man könnte auch sagen, ein vorausgehender, vielleicht auch so ein Stück weit ein preskriptiver Begriff von Erziehen, obwohl er natürlich nicht normativ sozusagen auswies, was jetzt sozusagen als gute Erziehung oder so bestimmt war. Aber es war sozusagen, die Idee ist nicht sozusagen in der Feldbestimmung zu überlassen, sondern sozusagen mit einem Begriff von
damals sozusagen der Frage nach pädagogischen Praktiken sozusagen auch ins Feld zu gehen. Wir haben sozusagen auf diese Differenz von Zeigen und Lernen, beziehungsweise auf die Bearbeitung der Differenz von Zeigen und Lernen sozusagen uns versucht zu fokussieren. Das heißt jetzt nicht in der Datenerhebung, das schon eng geführt, aber letztlich sozusagen im Erkenntnisinteresse, im Wechsel von sozusagen ethnografischer Datengenerierung und Interpretation der Daten sozusagen uns immer wieder auch für diese Differenz von Zeigen und Lernen und ihre Bearbeitung sozusagen interessiert. Genau. Den Ertrag dieser Studien einmal dahingestellt, es wäre woanders sozusagen zu überlegen, wollen wir jetzt hier der Kritik Manfred Lüders 2014 in der Zeitschrift für Pädagogik sozusagen ein Stück weit folgen, der sich dort in dem Heft zu Unterrichtstheorien auch eben mit diesem Ansatz auseinandergesetzt hat und sozusagen angemerkt hat, dass das praxistheoretische Potenzial unausgeschöpft bleibe, wenn sozusagen hier quasi mit diesem schon im Vorhinein entworfenen Begriff von sozusagen pädagogischen Praktiken gearbeitet würde. Nämlich das praxistheoretische Potenzial, das eigentlich darin besteht, sozusagen nach performativen Netzwerken, Zitat von Lüders, zu fragen, in denen sich Erziehung im Unterricht zeigt und Unterricht so Form annimmt. Also nach performativen Netzwerken sozusagen zu fragen, auch zum Beispiel eben nicht von einzelnen irgendwie als isoliert angenommenen Praktiken. Er führt das zurück auf die Engführung, auf das Zeigen, insofern als die Diade Erzieherin-Zögling sozusagen durch den Anschluss an Prangeln quasi stark gesetzt wird und damit ein bestimmter pädagogischer Sinngehalt empirischen Materials schon mythologisch vorgebahnt ist. Also es ist sozusagen eine starke Prägung sozusagen des forschenden Blickes, wie dargestellt. Der hier angesprochene, nicht ausgeschöpfte Gewinn einer praxistheoretischen Perspektive könnte aus unserer Perspektive nämlich gerade darin bestehen, erstens nicht schon vorab zu setzen, was als Erziehung identifiziert werden kann und zweitens nicht, wie mit dem Fokus auf das Binnengeschehen im Unterricht, schon vorab zu setzen, in welchen schulischen Situationen der Zusammenhang von Erziehung und Unterricht überhaupt untersucht werden kann. Also auch nicht die Entscheidung zu treffen, er könne nur innerhalb von Unterrichtsstunden untersucht werden. Praxistheoretisch argumentieren lässt sich demgegenüber einerseits Unterricht nämlich als eine Verkettung von Praktiken erstmal verstehen, also auch eher auf sozusagen das Zusammenspiel oder die Zusammenhangsbildung erst einmal auch einer offenen, gelassenen Idee von welchen Praktiken dort miteinander zusammenspielen sozusagen annehmen und andererseits nach beiläufigen Verknüpfungen von Vermittlung und Aneignung fragen. Also auch ist sozusagen etwas, die Frage zu etwas zu öffnen, wie wird wo, also findet ein Aneignungs- und Vermittlungsgeschehen statt und das sozusagen jetzt nicht nur an quasi im weitesten Sinne didaktische Zeigepraktiken zu binden. Also auch nach den beiläufigen Verknüpfungen von Vermittlung und Aneignung zu fragen, die weder einer Intention eines Zeigenden noch einer übergreifenden Struktur Unterricht erzieht zugeschrieben werden können. Praxistheoretisch gesehen kann unseres Erachtens so deutlich werden, dass und wie sich Erziehung als eine Verkettung von auf die Herstellung einer Ordnung, zum Beispiel Unterricht gerichteten Praktiken permanent mehr oder weniger beiläufig vollzieht. Anders formulieren lässt sich das so, soziale Ordnung und Praktiken vermitteln so in ihrer teleoaffektiven Strukturiertheit selbst, wie an ihnen teilgenommen bzw. an sie angeschlossen werden kann und richten sich so auch an eine körperlich-sinnliche Fähigkeit zu lernen, affiziert zu werden. Für die Möglichkeit einer solchen von uns hier anvisierten praxistheoretischen Unterscheidung erzieherischer Praktiken im Unterricht schließen wir an ein bestimmtes Verständnis von der Normativität von Praktiken an, wie ich eben schon angedeutet hatte und nicht weiter ausgeführt. Wir rekurrieren hier auf einen Aufsatz von Susan Wagenknecht von 2020, die im Anschluss an Schatzky und Josef Ruß ausgeführt hat, dass sozusagen nicht die Regelmäßigkeit die Spezifika von Praktiken ist, sondern die Normativität von Praktiken. Es wird häufig darauf rekurriert, man erkenne eine Praktik daran, dass sie regelmäßig immer wieder auftaucht. Es wird die Routiniertheit sozusagen häufig betont und sie sagt, es ist aber die Normativität, die eigentlich entscheidend ist. Und in der Verkettung von, die Verkettung von Praktiken bezeichnet sie sozusagen als, Zitat, einen normativen Verweisungszusammenhang aus Praktiken. Also das, was sozusagen die Praktiken auch
interdependent in das Zusammenspiel bringt, ist sozusagen die Normativität der Praktiken. Sie geht noch einen Schritt weiter, indem sie sagt, diese Normativität versteht sie sozusagen jetzt nicht hauptsächlich im Anschluss an den Normenbegriff, sondern im Anschluss an den Regelbegriff, wie er auch in den praxistheoretischen Texten sozusagen aufgegriffen wird. Ein Regelbegriff sozusagen, wie ihn Wittgenstein ausgeformuliert hat, dass es Regeln sozusagen missverstanden werden als explizite Regeln, die der Praxis vorausgehen würden und stattdessen immer als etwas verstanden würden, was praktisch der Praxis bedarf. Also in Praxis oder in Praktiken, Entschuldigung, ohne das jetzt genau zu differenzieren, also in Praktiken werden Regeln sozusagen mobilisiert und das erlaubt sozusagen den Regeln auch Praxis zu regulieren. Die Regel existiert sozusagen nicht jenseits des Vollzugs ihrer Mobilisierung in Praktiken. Ja? Und mit dieser Idee sozusagen von Regeln, also nach den Regeln zu fragen und damit nach der Normativität von Praktiken, ist sozusagen ihr Verweis sozusagen auch nach einem Praktikenzusammenhang, also einen normativen Verweisungszusammenhang zu fragen. Sie macht das am Beispiel des Verkehrs, des Straßenverkehrs. Da kann man sich das irgendwie relativ schnell, finde ich, auch als so ein Zusammenspiel. Ja, also sozusagen die Regel, bei Grün über die Straße zu gehen als Fußgänger, also worin wird die immer mobilisiert, ja, also auch in dem Regelbruch, in der Regelbestätigung, in der Regelkommentierung und so weiter, und die Gegenhaftigkeit ist uns natürlich sofort auch, wenn wir auf die Straßenkreuzung denken, vor Augen. Wir sind sozusagen in anderen Feldern in der Forschung unterwegs. So lässt sich auch annehmen, dass in Erziehungspraktiken als unterschiedlich auf einen Gegenstand bezogenen Vermittlungs- und Aneignungsgeschehen je bestimmte Regeln mobilisiert werden, die wiederum selbst zum Gegenstand von Erziehung, also von Vermittlungs- und Aneignungspraktiken werden können. Also wir fokussieren jetzt in gewisser Weise auch die Regeln des Unterrichtens, die Praktiken des Erziehens, in denen Regeln des Unterrichts mit mobilisiert werden. Aus praxistheoretischer Perspektive gilt unser Interesse also diesen normativen Verweisungszusammenhang aus Praktiken und dessen Praxis inhärenter Vermittlung und Aneignung. Mit einem normativen Begriff von Praktiken können wir also auch Unterricht sozusagen verstehen als ein Geschehen in der Verkettung von Praktiken. Die Verkettung von Praktiken, da überlegen wir eben auch, die geht eben auch über die Grenze der einzelnen Unterrichtsstunde hinaus. Also ist sozusagen auch diese Trennung von außen und innen von Unterricht ein Stück weit hinter sich zu lassen. Wir fragen also nach Praktiken, die sich vor, nach und jenseits von Unterricht in Schulklassen vollziehen und in denen ein verkörpertes Verständnis von der Teilnahme am Unterricht sowie davon entsteht, Mitglied einer Klasse zu sein, wenn wir nämlich noch Schulklassen als Voraussetzung auch für Unterricht verstehen und insofern sowohl als Voraussetzung auch als Effekt von Unterricht. Okay, genau das hoffen wir jetzt mit der Interpretation einer ethnografischen Szene verdeutlichen zu können. Mit einer durch ein praxistheoretisches Verständnis der Normativität von Praktiken angeregten Lesehaltung wollen wir nämlich im Folgenden auf Reaktualisierung von Regeln in der angesprochenen Lesart hinweisen, die sich im ethnografierten Material nachvollziehen lassen. Das ist der erste Schritt, den wir jetzt gehen. In einem darauffolgenden Schritt gehen wir auf einige Momente vertiefend ein, um damit Praktiken des Erziehens im Sinne eines unterschiedlichen Prozessierens von Wissen im Unterricht herauszuarbeiten. Ich lese die Auszüge kurz vor und schließe dann so eine kurze Interpretation in Bezug auf eben Regeln an. Heute möchte ich die Klasse im Musikunterricht beobachten. Wie gehen Sie in den Raum, im Haupthaus, wie verteilen Sie sich dort im Raum? Es ist ein heißer Tag. Zu Beginn der zweiten Hofpause um 11.10 Uhr warte ich vor dem Hauptgebäude. Die ersten SchülerInnen, die ich sehe, sind GW und LEM. Sie kommen gemeinsam. Mit ihnen gehe ich in das Hauptgebäude. Wir wollen hoch zum Musikraum, kommen aber nicht weit. Schon auf der ersten Etage fängt uns eine Lehrerin ab. Wir müssen in der Pause auf den Hof und dort warten. Also gehen wir auf den Hof. HM ist jetzt auch dabei. Wir gehen raus. Die Beschreibung
des ausgewählten Protokollauszugs setzt am Anfang der Hofpause ein. Der Beobachter und einige SchülerInnen der Schulklasse tun sich zusammen, um zum Musikraum zu gehen. Einen bestimmten Raum für den kommenden Unterricht aufzusuchen, zu wissen, wo dieser zu finden ist, ist hier also Sache der SchülerInnen. Die kleine Gruppe wird dann allerdings im Gebäude zurückgewiesen. Sie sollen sich während der Pause nicht im Gebäude aufhalten. Und in diesem Zurückschicken der Gruppe auf den Hof durch eine Lehrkraft, die selbst im Haus verbleibt, wird deutlich, dass die im Verhältnis zueinander stehenden Positionen von Lehrkräften und SchülerInnen, zu denen situativ in diesem Fall auch der Beobachter dazugerechnet wird, in unterschiedlicher Weise durch mobilisierte Regeln adressiert werden. Die hier mobilisierte Regel erlangt in Bezug auf den Aufenthalt von SchülerInnen zur Pause auf dem Hof in Verknüpfung nicht nur mit einer schulischen Hausordnung, sondern auch mit der Architektur von Schulen, die über einen Pausenhof gegenüber Klassenräumen und einem LehrerInnenzimmer verfügen, Bedeutung. Sie verweist auf eine Normativität des Pausemachers. Entsprechend ändert sich die Formation der Gruppe, sobald sie den Pausenhof wieder erreicht hat. Das sieht man an einem Auszug, den wir hier jetzt aus Zeitgründen nicht mit aufgeführt haben. Die SchülerInnen verteilen sich auf unterschiedliche Orte auf dem Hof und gesellen sich jeweils anderen, mitunter nicht zur eigenen Klasse gehörigen SchülerInnen dazu. Dann klingelt es und wir gehen wieder hoch. Vor der Treppe zu den Musikräumen warten einige SchülerInnen der 5 MINT und die SchülerInnen einer anderen Klasse. Teile der 5 MINT kommen von oben herab. Sie wurden wohl nach unten geschickt. Jetzt kommt auch ein Lehrer, der sie wohl heruntergeschickt hat. Er spricht mich kurz an und ich erkläre ihm, warum ich hier bin. Dann geht er mit seiner Klasse hoch. Die 5 MINT wartet noch ganz kurz, dann kommt die Musiklehrerin BL. Sie geht einfach hoch und die Klasse folgt. Ich auch. Auf ein Klingelzeichen hin setzt sich eine nicht näher umrissene Gruppe, ein Wir, zu der sich auch der Beobachter zugehörig sieht, in Bewegung. Es ist so also zunächst die Klingel, die Bewegung in das Gebäude mobilisiert und damit ein bestimmtes Zeitraum auf ein bestimmtes Zeitraumregime verweist. Dann sind es SchülerInnenströme im Gebäude, die Bewegungen in bestimmte Richtungen mit sich bringen. Und schließlich einzelne Lehrkräftekörper, die als Zeichen für den richtigen Weg von den SchülerInnen gedeutet werden können. In der Ansprache des Beobachters durch einen Lehrer wird zudem deutlich, dass es Regeln gibt, wer sich legitimerweise im Schulgebäude aufhalten darf oder eben nicht. Neben den SchülerInnen sind es Erwachsene, deren Funktion aber bekannt sein muss. Kommt zum nächsten Auszug. Im Musikraum stelle ich mich kurz vor und setze mich dann nach hinten. Die SchülerInnen verteilen sich auf die Plätze. Die Lehrerin erwähnt einen Sitzplan, den sie hätte. Das wurde also in der letzten Stunde schon geklärt. Die SchülerInnen brauchen den Plan nicht. Sie erinnern sich an ihre Plätze. Der Beobachter beschreibt, wie er weiteren Regeln folgt, die auf die Ordnung von Unterricht und seine Rolle darin verweisen. Indem er sich vorstellt, wird der Regelfolge geleistet, dass Personen, die einander mit Namen ansprechen können, im Unterricht zusammenkommen. Dass er sich nach hinten setzt, zeigt an, dass für Unterricht bestimmte Regeln der Sitzordnung gelten können, auf die im Protokoll als einem Sitzplan materialisierte Regeln verwiesen wird. Die SchülerInnen stellen die Sitzordnung, ohne dass der Sitzplan konkret herangezogen wird, beiläufig von selbst wieder her, indem sie sich zielgerichtet auf ihre Plätze verteilen. Wir übergehen jetzt wiederum aus Zeitgründen die Begrüßungssequenz, die ja vielfältig auch dem Thema von Interpretationen und Analysen gemacht wird, und springen in den Unterricht hinein. Die SchülerInnen sollen ihre Musikbücher auf den Tisch legen und dann soll gesungen werden. RW meldet sich und erinnert die Lehrerin daran, dass manche noch etwas vorspielen wollen. Du hast uns versprochen, dass wir noch etwas vorspielen dürfen, sagt er. Das Du korrigiert die Lehrerin nicht. Nach dem Singen dürfen diejenigen, die etwas zum Vorspielen mitgebracht haben, spielen. Mit den Musikbüchern, die auf den Tischen liegen, dem Ankündigen eines gemeinsamen Singens und den Verhandlungen darüber, ob der Verabredung Folge geleistet werden wird, dass manche SchülerInnen etwas vorspielen wollten, sind verschiedene Wissenspraktiken von Musikunterricht als bedeutsam für den beginnenden Unterricht angezeigt.
Zu ihnen gehört auch, dass die Verhandlungen in der Festlegung einer zeitlichen Sequenzierung des Unterrichts münden, dass erst gesungen und dann vorgespielt werden soll. Über Musik zu sprechen bzw. zu schreiben, was durch das Musikbuch angezeigt wird, das Singen und das Vorspielen, werden hier weitere Wissenspraktiken angekündigt, in denen sich der Unterricht vollzieht und mittels derer SchülerInnen als musikkundige SängerInnen und oder SolistInnen subjektiviert werden können. Aktualisiert wird damit auch eine Regel von Unterricht, SchülerInnen darüber in Kenntnis zu setzen, was im Unterricht von ihnen eigentlich erwartet wird. Ja, und dann wird erst einmal gesungen, die kleine Moorhexe. Bei den Huhuhus im Refrain singen einige SchülerInnen, einige Jungen, extra laut und schief. Es wirkt wie eine Möglichkeit für geringfügig unerwünschtes Verhalten. Die Lehrerin reagiert aber nicht. Das Singen wird pädagogisch und auch im Musikunterricht nicht selten als Medium der Vergemeinschaftung verstanden. Im Singen wird die Aufmerksamkeit von SchülerInnen nicht nur synchronisiert, sondern auch hör- und sichtbar auf die Erzeugung eines gemeinsamen Klangs ausgerichtet, der nur unter Mitwirkung der Stimmen vieler zustande kommen kann und der damit die Mitwirkung vieler voraussetzt, zugleich diese aber auch aktiviert und das Singen am Laufen hält. Weil SchülerInnen auf eine spezifische Art gemeinsam singen, stellen sie dabei auch eine Gruppe her, welche wiederum die Zusammengehörigkeit der Singenden ausdrückt. In der Art und Weise, wie mitgesungen oder eben nicht mitgesungen wird, konstituieren sich beim Singen dann mitunter Untergruppen. Im vorliegenden Protokoll wird auf einige Jungen verwiesen, die mit einem zu lauten und schiefen Singen des Refrains eine Distanzierung anzeigen. Sie entziehen sich damit innerhalb von situativ tolerierten, von der Lehrkraft nicht als abweichend markierten Art und Weise den Anforderungen des gemeinsamen Singens. Nach einem Durchlauf geht es dann um das Thema Rhythmus. BL fragt zu den Begriffen Metrum, Takt und Rhythmus und die SchülerInnen sollen antworten. Dann schreibt die Lehrerin die Definitionen an die Tafel. Der Unterricht geht weiter. Es wird wieder gesungen. Über Musik wird hier anhand von abfragbaren Konzepten gesprochen, die dann in Form von Definitionen an der Tafel verschriftlicht werden. Deutlich wird eine Regelförmigkeit des sich aufeinander Beziehens im Unterrichtsgespräch, das dem Modus LehrerInnenfrage, SchülerInnenantwort, LehrerInnenkommentar, SchülerInnenantwort nach Kalthoff 2014 folgt. Wissen wird hier nicht bloß abgefragt, sondern mit den Fragen geht ein immanentes Referieren, wie das Zitat Kalthoff, einher. Und insofern ein Fragen auf den besprochenen Gegenstand, dass der fragenden Praxis als Anforderung inhärent ist. Und auch das Antworten auf die Fragen mobilisiert spezifische, für das Unterrichtsgeschehen bedeutsame Regeln, nämlich in Bezug darauf, dass und wie überhaupt geantwortet wird und werden kann. Aus Zeitgründen gehen wir jetzt an dieser Stelle nicht auf weitere Protokollauszüge ein. Deutlich sollte aber bis hierhin geworden sein, dass und wie Regeln in den einzelnen Sequenzen mobilisiert werden und darüber Unterricht als ein regelhafter normativer Verweisungszusammenhang hergestellt wird. Praktiken von Erziehung beobachten wir nun anhand der Art und Weise, wie Wissen regelhaft prozessiert wird. Im Folgenden zeigen wir, wie Erziehungspraktiken im Vollzug von Unterricht differenziert werden können. Die These, die wir nun also wieder aufrufen, lautet, dass Unterricht als eine sich in einem Kontinuum unterschiedlicher Erziehungspraktiken vollziehende Ordnung verstanden werden kann. Von einem Kontinuum wollen wir deshalb sprechen, weil die nachfolgend skizzierten unterschiedlich gerichteten Praktiken des Erziehens nicht klar voneinander abgegrenzt werden können, sondern sie vielmehr als in Beziehung zueinander und teils als ineinander enthalten gedacht werden müssen.
Das von uns vorgeschlagene Kontinuum von Erziehungspraktiken, in dem sich die soziale Ordnung Unterricht vollzieht, spannt sich in Bezug auf die Szenen über vier Aspekte, die ich hier einmal angeschlagen habe, des Ineinandergreifens von Vermitteln und Aneignen auf, wobei wir den zweiten Aspekt nochmal in dreierlei Hinsicht differenzieren. Kommt zum ersten Aspekt. Im Vollzug des Unterrichts lässt sich ein mehr oder weniger offensichtliches Ineinandergreifen von Akten der Vermittlung und Aneignung in Bezug auf einen konkreten Unterrichtsgegenstand beobachten, etwa in dem Moment, in dem Rhythmus und Takt in unterschiedlicher Weise zum Thema gemacht werden. Definitionen zu musikalischen Begriffen von Metrum, Takt und Rhythmus werden erfragt und an die Tafel geschrieben. Aber nicht nur diese auf ein verbales Wiederzeigen erlernten wissensgerichtete Praxis, sondern auch Praktiken des Zeigens und Wiederzeigens eines körperlichen Könnens werden explizit thematisch. Etwa dann, wenn Rhythmen von den SchülerInnen geklatscht werden sollen oder wenn SchülerInnen auch von ihnen erlernten Instrumenten etwas vorspielen. Zum zweiten Aspekt. Neben jenem didaktischen Vollzug lassen sich Praktiken des beiläufigen Verweisens und Hinweisens auf Regeln beobachten. Sie sind nicht auf ein Unterrichtsthema gerichtet, sondern auf die Erfordernisse des Vollzugs der Ordnung des Unterrichts und den Prozess eines körperlichen und affektiv-sinnlichen Teilwerdenkönnens. Drei Unterformen des beiläufigen Verweisens auf Regeln des Unterrichtsvollzugs wollen wir hier unterscheiden. Zum ersten werden Regeln in Bezug auf die raumzeitliche Ordnung von Unterricht prozessiert. So werden in der dargestellten Szene Regeln bezüglich der Frage, wann wer nicht an bestimmten Orten, im Schulgebäude, im Klassenzimmer oder auf dem eigenen Sitzplatz sein darf oder soll, mobilisiert, indem sie einerseits explizit gemacht werden, indem ihnen andererseits aber auch in Anschlusspraktiken wahrnehmbar gefolgt wird. In Bezug auf ein Zeitregime der Schule greifen so verbale und körperliche Hinweise und Praktiken der körperlich-praktischen Aneignung von Regeln auch als ein Folgeleisten ineinander. Die Gerichtetheit jenes Ineinandergreifens lässt sich als auf die Einkörperung einer raumzeitlichen Ordnung zulaufend verstehen. Zum Zweiten werden Regeln der soziomateriellen Ordnung von Unterricht zum Gegenstand eines beiläufigen Vermittlungs- und Aneignungsgeschehens mobilisiert. Dies berührt zum einen die in der Anordnung des Unterrichts vorgenommene Ausrichtung der SchülerInnen und LehrerInnenkörper zueinander, zu den Artefakten und zur Architektur des Raums. In einer auf einer Skizze materialisierten Sitzordnung, die in der hier interpretierten Szene als bereits vollzogen gelten kann, werden so Blickrichtung, Möglichkeiten mitzuklatschen und mitzusingen und ebenso solche nach vorne zu treten, um ein Instrument vorzuspielen, mit hergestellt. Das Unterrichten wird daran für uns in Bezug auf die Vermittlung der Erfordernisse seiner performativen und materiellen Herstellung verstehbar. Daran gebunden ist zum anderen die Art und Weise sowie der richtige Zeitpunkt des Gebrauch sowohl von Artefakten als auch von Körpern im Unterricht. Zum Dritten ist die Mobilisierung von Regeln sozialer Positionierung von Lehrkräften und SchülerInnen in der Ordnung von Unterricht zu beobachten, die unter anderem mit dem Begrüßungsritual reinstalliert werden, die aber auch dann beobachtbar werden, wenn SchülerInnen Lehreraufforderungen Folge leisten sollen, auf Lehrerfragen antworten sollen, beziehungsweise mit unerwünschten Tätigkeiten, in deren Verbergen sie sich gleichzeitig bemühen, sich diesen Anforderungen entziehen oder ihren Unwillen anzeigen. Dazu gehört auch, dass Regelverletzungen in der Ansprache von Lehrkräften im Unterricht zwar unkommentiert bleiben, dass diese dem Beobachter aber auffallen. Ich komme zum dritten Aspekt. Die Konstitution des Unterrichts unterliegt einem mitgängigen, routinierten Vermittlungsprozess, der in einem engen Zusammenhang mit der Vollzugslogik der Schulklasse steht. SchülerInnen formieren sich auf dem Weg zum Unterrichtsraum als eine sich in aneinander ausgerichteten Körperbewegungen zeigende Gemeinschaft und damit wahrnehmbar als Klasse.
In der Mobilisierung der in der Klasse geltenden Regeln des sozialen Miteinanders konstituiert sich die Klasse als der soziale Kontext, in dem die Regeleinhaltung beobachtet und kommentiert wird. Das gemeinsame Singen wird durch das Zusammenfinden von vielen als sozialer Zusammenhang erst möglich und schafft zugleich die Schulklasse als Bedingung der Möglichkeit musikalischen Könnens mit. Die Anwesenheit vieler erfordert sodann einen für Unterricht spezifischen regelhaften Vollzug eines Gesprächs in der Klassenöffentlichkeit, der auch in der von uns interpretierten Situation beobachtbar wird. Etwa als ein klassenöffentliches Sichtbarmachen unterrichtlich Relevanten im Unterrichtsgespräch. Die Schulklasse als sozialer Zusammenhang wird dabei fortlaufend sinnlich und körperlich wahrnehmbar gemacht. Aufmerksamkeit wird nicht nur auf das gerichtet, was die anderen tun und was man selbst tun soll, sondern auch darauf, wie es getan werden soll. In den Bezugnahmen der SchülerInnen aufeinander als Schulklasse finden insofern Mitgänge, Vermittlungs- und Aneignungsprozesse statt, in denen Körper und Sinne auf Erfordernisse des Unterrichts und noch nicht auf ein Unterrichtsthema ausgerichtet werden. Das hängt eng mit dem vierten Aspekt zusammen, den wir den wir als eine dem Konstitutionsprozess von Klasse und Unterricht eingelagerte Vermittlung und Aneignung eines spezifischen Sinnesregimes verstehen. Dieses schulische Sinnesregime wird sowohl von den SchülerInnen beiläufig, als ein Lernen affiziert zu werden, erlernt, als auch implizit, das heißt durch das Mittun im Unterricht im Verhältnis zu Geräuschen und Klängen, Artefakten und die Praktiken, die sie anregen und zur Raumarchitektur und der von ihr ausgehenden Atmosphäre vermittelt. Indem die Sinne in spezifischer Weise auf die anderen und auf anderes auszurichten sind, wird ein aufmerksam sein können als Bedingung der Möglichkeit einer bestimmten Art und Weise der Teilnahme am Unterricht hergestellt. Damit kommen wir zum Schluss und zur Frage nach dem Allgemeinen der Erziehung im Prozessieren des Unterrichts. Wir wollten deutlich machen, dass wir die Relation von Erziehung und Unterricht nicht, wie etwa im Anschluss an Herberts Begriff des erziehenden Unterrichts, vornehmlich über ein außerhalb des konkreten Vollzugs von Unterricht liegendes Ziel der Bildung von Moralität denken. Vielmehr lässt sich die Verwiesenheit der unterschiedlichen Erziehungsformen aufeinander auch als praxistheoretisch justierte Antwort auf die Frage nach einem Allgemeinen der Erziehung fassen. Was leistet so eine Bestimmung von Erziehen aus unserer Sicht? Zwar lässt sich damit kein Allgemeinbegriff der Erziehung behaupten, wohl aber eine bestimmte Logik des Ineinandergreifens von Erziehungspraktiken andeuten, die sich in Bezug auf die von uns dargestellten Praktiken plausibilisieren lässt. In auf einen unterrichtlichen Gegenstand gerichteten Zeigepraktiken wird so nicht nur dieser Gegenstand vermittelt, sondern mitgängig immer auch die den Praktiken des Zeigens inhärente Normativität der sozialen Konstellation von Lehrkräften, SchülerInnen, Gegenständen und so weiter, die mit dem Zeigen aufgerufen wird. Dies beinhaltet für die an der Praxis Partizipierenden immer auch ein Ausrichten auf einen Gegenstand als ein körperlich praktisches Teilnehmen, was zugleich mit sich bringt, sich durch den Gegenstand affizieren lassen zu können. Es kommt also im Fall von Erziehung praxistheoretisch gesehen zweierlei zusammen. Das Ineinandergreifen der Vermittlung und Aneignung von etwas, das im Praxisvollzug zum Gegenstand gemacht wird, und die darin mitgängige Vermittlung und Aneignung der sozialen Ordnung als Ermöglichungsbedingung von Erziehungspraktiken selbst. Insofern beides aufeinander verwiesen ist, erscheint es nicht angemessen, in Bezug auf Letzteres von Voraussetzungen von Unterricht und damit als etwas Unterricht auch tendenziell zeitlich Vorausgehendes zu sprechen. Vielmehr sind beide Vollzugsweisen von Erziehung kaum voneinander zu trennen, da beispielsweise mit dem Zeigen spezifische Aufforderungen zur Aufmerksamkeitsausrichtung inhärent verbunden sind. Eine Normativität erzieherischen Handelns
die für den Begriff des erziehenden Unterrichts zentral ist, wird dabei in der von uns entworfenen Perspektive nicht gänzlich aufgegeben. Vielmehr betrachten wir die Aushandlung der Regeln des Vollzugs selbst als eine normative Praxis, in der die Erfordernisse des Zusammenagierens, beispielsweise als Klasse im Unterricht, moralische Ansprüche an die SchülerInnen stellt. Die ethische Dimensionierung erzieherischen Handelns wird so in den Praktiken selbst verortet, in den Bedingungen der Möglichkeit, TeilnehmerInnen von Schulklasse und am Unterricht zu werden, ohne dass ein aus der Praxis ausgelagertes Ziel zur Bestimmung der erzieherischen Komponente von Unterricht herangezogen werden muss. Und damit sind wir am Ende unserer Ausführung.